Werden wir im Paradies noch über unser Leben auf der Erde Wissen haben? Die Antwort ist ja. Der Koran zeigt uns, dass die Leute im Paradies darüber reden werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Paradiesbewohner über das Leben auf der Erde reden werden. Sogar so weit, dass der eine zum anderen sagt, weißt du, im Paradies werden die miteinander sprechen. Dann sagt der eine zum anderen, weißt du, in der Dunya, da war es so schwer, den Islam zu praktizieren. Es gab jemanden, der hat mir Probleme gemacht und der hat mich bekämpft. Und dann sagt er ihm, warte übrigens, ich zeig dir ihm. Und dann geht so eine Tür auf oder ein Fenster auf. Und dann zeigt er ihm diese Person, wie sie gerade in der Hölle bestraft wird. Allah. Also das heißt, die Paradiesbewohner werden über die Dunya sprechen, auch aus dem Grund, weil sie vergleichen werden. So wie Allah gesagt hat, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Wenn sie zu essen bekommen im Paradies, wenn sie sagen, ach, das haben wir im Diesseits bekommen, dass sie werden Dinge vergleichen. Also Essen und Trinken und Spaß und Vergnügen werden sie im Diesseits vergleichen. Tanz, Musik, und sie werden sagen, ach, diesen Song habe ich doch damals gehört, aber jetzt ist er noch viel krasser und viel heftiger. Das Essen genauso, viel heftiger. Trinken genauso und so weiter. Das heißt, sie werden über das Diesseits reden können, weil sie vergleichen. Und das bringt ihnen nochmal mehr Glück im Paradies, weil sie sagen, guck mal, was für ein Schrottleben wir gelebt haben auf der Erde. Wir dachten, Musik ist voll cool und Alkohol ist voll cool und so. Im Endeffekt war das Schrott. Das ist die wahre Musik hier im Paradies. Das ist der wahre Alkohol hier im Paradies. Das ist der wahre Spaß hier im Paradies. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist nachvollziehbar, oder? Das bringt den Leuten nochmal mehr Genuss und Freude im Paradies. Wallahu a'lam.